Moin Moin und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von uns, die Jenkos mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz, heute mal wieder zurück bei der Scan. Ja, in der letzten Folge haben wir Taylor gefunden und haben ihn umgebracht. Deacon, hörst du mich? Deacon, Sarah hier, ich muss mit dir reden. Dann rede mit uns, Sarah. Ja, hey, ja, ich höre dich. Du klingst euphorisch. Tja, ich hatte einen Durchbruch. Hör zu, ich brauchte nur diesen DNA-Sequencer. Ich kann's jetzt testen, Deacon. Ich kann jetzt mein Serum testen. Oh, okay, und was kann ich für dich tun? Das sag ich dir, wenn du hier bist. Sarah Ende. Okay, gut. Also das heißt, wir gehen dann mal zu Sarah. Gucken mal. Wie komisch ist das Anti-Heil-Serum oder was auch immer, was sie da gemacht hat. Soll fertig sein. Mal gucken wir mal. Das könnte es sein. Okay, fahren Sie zur Position. Dann machen wir das. So, hier sind wir schon. Geht ja der Okizippi. Mal gucken, ob das letzte funktioniert oder nicht. Moment mal, du willst einen lebend? Es ist schwierig, Tests mit Toten zu machen. Hier. Was ist das? Ein spezieller Tranquilizer. Damit kannst du ihn lang genug ruhig stellen, um ihn herzubringen. Ich bin dicht dran, Deacon. Das könnte es sein. Ja, Mann. Warte mal, jetzt einmal ein Zombie holen oder wie oder was? Okay. Deacon, kommen. Hey, ich will dir gerade einen Krabbler suchen. Ach, einen Krabbler. Super, okay. Ich brauche einen ganz speziellen, ja? Oh. Hey, warte, Moment mal. Einen speziellen Krabbler? Südlich von hier, am South Rim Drive, steht eine alte Ferienhütte. Jetzt lebt eine ganze Kolonie infizierter Kinder. Krabbler. Okay. Okay, melde dich, wenn du da bist, Sarah Ende. Okay. Eine Krabbler-Kolonie. Oh mein Gott, das muss ich sehen. Ja, ich auch. Bin sehr gespannt. St. John, Bericht. Hey, Captain. Ich erledige was für Lieutenant Whittaker. Ich bin beschäftigt. Verstanden. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind. Wir wollen Weavers Waffe testen. Curry, Ende. Ah, Weavers Waffe auch. Oh, vielleicht. Scheiße. Tja, so viel dazu, dass Sarah noch vor Weaver fertig wird. Okay. Na, das wird heute ein Kopf an Kopf, weil wir mal sehr gespannt, wer das da schafft, ob das unsere Frau schafft oder Sarah, ob das, ich bin da. Weaver schafft. Okay, such nach einem Mädchen mit einem roten Shirt. Eins dieser Kinderoberteile mit einem Kätzchen oder sowas. Ich bin überrascht, dass der Colonel diesen Ort noch nicht abgefackelt hat. Ich hab's zum Sperrgebiet erklärt. Ich entnehme den Jüngsten dort drin schon seit Monaten Blutproben. Die brauche ich für das Serum. Okay. Wie soll ich den Krabbler rausholen, ohne die anderen zu töten? Ich weiß es nicht. Tu einfach, was du tun musst, okay? Ich brauche das Mädchen mit dem roten Shirt. Soll ich den Krabbler suchen mit einem roten Shirt? Das ist auch zur Stellung, ne? Gut, das ist lang. So, wir hatten beide noch geschafft gehabt. Okay. Wir gucken weiter. Wir gehen rein. In die Tür bitte. Und gucken. So, hier nehmen wir eine Ruhe. Krabbler. Haben Sie denn erst was zu holen gibt? Wahrscheinlich auf dem Dach oder irgendwie so. Aber auf dem Dach kommen wir ja wahrscheinlich nicht mehr von hier aus. Auf einen in roten Shirt. Da hinten. Da, okay. Richtig, kleiner Scheiße. Oh, Scheiße! So, ja, und jetzt? Okay. So, sind jetzt alle tot. Die Krabbler gegen in der Nähe erledigen. Okay, gut. Jetzt müssen wir erstmal alle Krabbler töten. Nachbieten. Wow. Wow, 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 wow. Wow. So, alle tot? Wo ist denn das Vieh? Okay, gut. Dann nehmen wir doch mal. Dann. Du wolltest ihn lebend? Du
kriegst ihn lebend. Wir müssen die scheiß Aufgaben machen. Ah, ich bin mal sehr gespannt, ob das jetzt was wird. Das wäre schon geil, ne? Wenn es ein Anti-Serum jetzt wäre, wäre schon nice. Mal gucken. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, verdammte Scheiße! Ah. Hat er gekotzt oder hat er geklappt? Er hat mein Bike vollgepisst. Glaubt keine Haustiere auf der Insel. Der Lieutenant braucht eine lebende Testperson. Sie scheinen sich ja gut zu verstehen. Sie und Lieutenant Whittaker. Ich mach nur meinen Job, Sir. Bleiben Sie professionell. Der Colonel will keine Verbrüderung zwischen Soldaten und Offizieren. Oh nein, nein, das geht natürlich nicht, Sir. Ja. Weitermachen. Ja, Sir. Ich bin auch gespannt. Komm schon, lass mir! Meine Person, Schock. Ja, ihre Körper sind total durcheinander. Was soll ich da bitte tun? Ich krieg die Dosierung nicht hin. Hier, warte, halt mal. Halt fest, nur ein paar Sekunden. Oh, Scheiße. Ih, Alter. Und jetzt ist er tot, oder was? Scheiße. Verdammte Scheiße. Was immer du ihm gegeben hast, er war schnell hinüber. Ach, selber. Warte. Du machst gar keine Biowaffe. Oh mein Gott, du suchst sie zu heilen? Ich dachte, sobald ich die ursprüngliche Zelllinie aus Cloverdale habe, könnte ich Antikörper aus dem Virus herstellen und es rekonstruieren. Scheiße. Und die ganze Arbeit, alles, was ich gemacht habe, war umsonst. Ey, was wir gemacht haben. Nichts kann ihren Zustand rückgängig machen. Dann steh auf, reiß dich zusammen, mach weiter. Hast du nicht gesehen, was passiert ist? Jede Zelle in diesem Mädchen ist explodiert. Und deshalb musst du weitermachen. Weil es für dich ein Mädchen ist. Hast du eine Ahnung, wie viele von denen ich getötet habe? Und was mir nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen ist, dass sie einmal Kinder waren. Ich habe da mal ein Mädchen getroffen, die genau wie du über die Freaker geredet hat. Sie nannte sie Kranke. Ich hielt das für verrückt, aber sie sah das genauso wie du. Du hältst mich für verrückt. Nein, nein. Ich glaube, dass du hier der einzige normale Mensch bist. Weißt du, ich erinnere mich noch, wie ich dich verlor, aber also begreife ich, dass es nicht die Nacht war, in der ich dich beim Heli ließ. Es war die nächste Nacht. Ich fuhr mit Busa zu diesem Flüchtlingscamp, wo du eigentlich warten solltest, weißt du noch? Aber da waren Freaker, überall. Die Helis brannten, die Menschen schrien, so viele Menschen. Also kämpften wir und wir siegten. Und was kriegten wir? Leichen. Überall Leichen. Ich sah mir jede Leiche an, jedes Gesicht. Es müssen Tausende gewesen sein, eher mehr. Und ich sah sie mir alle an. In der Nacht habe ich dich verloren. Und Busa, weißt du, er hat die nächsten beiden Jahre dafür gesorgt, dass ich nicht durchdrehe. Aber mir war alles scheißegal, einfach alles. Und ich sehe diesen Nero Haley am Himmel rumfliegen und in mir regt sich irgendwas. Und ich denke mir, weißt du was? Scheiß drauf. Denn selbst wenn sie am Leben ist, weißt du, was ich dann mache? Ich finde sie, wir steigen auf mein Bike und wir blicken nie wieder zurück. Weil ich zu keiner Miliz gehören will, in keinem Krieg kämpfen und in keinem Camp leben will. Wieso bist du dann noch hier? Deinetwegen. All das hier, ich sehe, wie hart du arbeitest. Wie wichtig dir das ist. Die meisten da draußen wollen nur überleben und hier stehst du.
und wirst die verdammte Welt retten. Naja, ich bin nicht sehr erfolgreich. Also steh auf, reiß dich zusammen und mach weiter. Wir fahren zurück nach Cloverdale. Da gibt's eine bessere Ausrüstung. Wir sehen uns Ihre Forschung genauer an. Was würdest du tun? Du würdest mir helfen. Ja, würde ich. Und zwar, weil du an diese Sache glaubst. Gib nicht auf. Wir fahren nach Norden. Ja, nach Norden. Wir sagen, dass wir Vorräte besorgen wollen. Ja, aber wir kommen nicht zurück. Jetzt werden wir fahrenflüchtig. Wenn sie uns kriegen, hängen sie uns. Hängen wir gemeinsam. Ma'am? Ja? Deke, der Colonel will Sie sehen. Bin gleich da. Oh. Deine Sachen, ich bin gleich zurück. Danke. Ja, Ma'am. Oh, das wird jetzt krass, ey. Das Spiel wird ein Ende haben. Colonel, Sir. Kommen Sie bitte. Sind wir bereit? Colonel, Sir. Ja, Sir. Wir sind bereit für den Kampf. Das Bike ist bereit. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Lieutenant Weavers Waffe ist fertig. Wir werden sie testen. Scheiße, ja. Wollen Sie eine Horde hochjagen? Oh. Stimmt irgendetwas nicht, Corporal? Nein, Sir. Nein. Okay. Bringen wir es hinter uns. Okay, das höre ich gern, Mann. Meine Herren, dies ist der Beginn einer neuen Ära. Weitermachen. Lieutenant Weaver, kommen Sie. Ja, Sir. Eigentlich wollte ich mich jetzt mit selber verpissen. Aber jetzt muss ich noch diesen scheiß letzten Auftrag hier machen. Ich hoffe, das ist der letzte. Nicht, dass ihr selber wieder umentscheidet. Jetzt kämpfen wir gleich. Ich glaube, Sie sollten hier bleiben und mich das alleine machen lassen. Was? Sind Sie lebensmüde? Nein, darum will ich das ja alleine machen. Hören Sie, selbst mit Weavers aufgemotzten Molotows können wir es nicht mit einer ganzen Horde aufnehmen. Nein. Also, ich gehe da runter. Nein. Mache etwas Lärm, locke immer ein paar zu mir und renne dann wie der Teufel. Und dann muss ich sie irgendwie aufhalten. Vielleicht mit ein paar Fallen. Und dann jage ich sie zur Hölle. Hören Sie, wenn wir beide da runtergehen, gibt das ein Chaos. Wir würden die ganze Horde anlocken. Nein, Sie bleiben hier. Sie passen auf mich auf. Wenn alles schief geht, kommen Sie und holen mich da raus, okay? Oder haben Sie einen besseren Plan? Ich habe gar nichts. Ich kämpfe doch jetzt nicht gegen eine scheiß Horde, ey. Hab noch mehr Molotows. Munition. Bei meinem Bike. Gut. Das Zeug könnte nützlich sein. Och nee, Alter. Ey, wie war nochmal Ihr Plan? Wie schon gesagt, ich muss sie irgendwie aufhalten. Die Viecher bleiben zusammen und klettern übereinander. Ich brauche eine Art Nadelöhr zwischen LKWs, Gebäuden oder so. Dann müssen sie sich da durchkämpfen. Und sobald ich dann einen Vorsprung habe... Dann jagen sie sie hoch. Ja, ganz genau. Das wiederholen wir dann ein paar Mal. Und dann ist die Horde erledigt. Das ist Ihr Plan. Das ist mein Plan. Viel Glück, St. John. Glück hat nichts damit zu tun. Warum Kerosin? Wir haben ein zum Teil, ne? Alles klar. Ich gehe rein. Ich bin da, falls Sie mich brauchen. Verstanden. Ach, Regimen. Wie werde ich das denn jetzt hier am schlauesten machen? Eine Dose. Da unten noch eine Dose. Und unsere Munition. Was ist das hier? Styropor.
Noch mehr Styropor. Kann man jetzt mehr hiervon herstellen? Die Kerne fehlt uns. Auch noch ein paar Kannen. Noch Hockenweiser. Okay, hier so eine Bierflasche. Das hier. Frischer Zittner. Okay. So, mal Kerosin. Und nochmal elektrischer Zünder. So. Okay. Und wir sollen weiterlaufen. Kommen jetzt auch die Überlebensanzeige, wahrscheinlich dann für die ganze Horde. Bin ja mal gespannt, wie das dann wird. So, wir gehen mal hier unten rein. So, gucken uns hier noch mal ein bisschen um. Eine Bierpulle. Oh Junge, das hört sich sehr gefährlich an. Ah, Kanne, zwei Kannen, okay. So, und erstellen und nochmal erstellen. So, okay. Muss noch einen Lappen. Und muss auch noch einen Lappen. Ja, ich würde, wie gesagt, jetzt erstmal in Ruhe anfangen. Also erstmal ganz in Ruhe versuchen zu looten, bevor wir dann jetzt hier in den großen Kampf gehen. Weil unvorbereitet, glaube ich, ist das ein Fehler. Also ich glaube, ich könnte es schaffen. Aber unvorbereitet, zwecklos. So, okay. Das hört sich so krass an, ne? Der Sound von diesen Viechern hier. Okay, gut, hier ist sonst nichts mehr. So, was haben wir hier noch? Die tolle Sachen. Gut, hier ist auch nichts mehr. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Die laufen da. Und hier oben irgendwo raus. Okay. Kann man aufs Dach oder wieso komme ich, glaube ich, jetzt hier nicht, ne? Wäre praktisch. Aber ich glaube nicht, dass das Ding hier hochspringen kann, oder? Naja. Wow. Haben wir hier nicht so irgendwie so ein... Ja. Und ein Attrikator, weil ich habe keine Ahnung. Schmeißen wir es mal dahin. Dass das schön laut wird. Gucken mal, was passiert. Oh, schön alle hier. Also wir müssen weiter nach da. Ja, nicht mal ein Viertel von der Horde geschafft, ja.
Sehr gut, nicht mal viertel. Na, kann ja was sein. So, komm, wir werden hier unten mal ein Molly verhauen. Die brennen. Was macht man jetzt? Also wir sollen auch noch weiter, also wir sollen ja weiter nach da, wir sollen ja nicht hier bleiben. So, ich würde mich jetzt noch mal umgucken nach Munition oder so. Was gut, was los, ja. Aber ich glaube, Munition sitzt hier doch da unten. Perfekt. Okay, gut. Dann laden wir jetzt erstmal noch kurz alles nach. Und dann werde ich dann gleich sprinten. Weil wir sollen ja weiter. Wir sollen ja noch weiter, wir sollen ja nicht hier bleiben. Ja, wir sind ja auch da. Okay. Verdammten Bastarde! Hier bin ich! Oh, ich renne selber, das ist nicht gut. Wie sieht's aus, Captain? Sie haben etwa ein Viertel erledigt. Weiter! Ich versuch's! Wow! Also, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Ich habe keine Ahnung. Das ist viel. Hab noch mehr Molotovs. Munition. Bei meinem Bike. Gut, gut. Das Zeug könnte nützlich sein. Okay. Das hättest du mir mal eher sagen sollen. Du Hund. Blöd, Mann. Okay. Gut. Versuch Nummer 2. Wir müssen versuchen. Wir gucken. Ob wir das schaffen. Also das mit dem Haus da hinten war gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich muss sie irgendwie aufhalten. Die Viecher bleiben zusammen und klettern übereinander. Ich brauche eine Art Nadelöhr zwischen LKWs, Gebäuden oder so. Dann müssen sie sich da durchkämpfen. Und sobald ich dann einen Vorsprung habe... Dann jagen sie sie hoch. Ja, ganz genau. Das wiederholen wir dann ein paar Mal. Und dann ist die Horde erledigt. Das ist ihr Plan. Das ist mein Plan. Viel Glück sein, John. Okay. Glück hat nichts damit zu tun. Also wie gesagt, ich würde es da hinten nochmal mit in diesem Haus versuchen. Ich fand das gar nicht mal so verkehrt. Muss ich ja echt mal sagen. Fand ich gar nicht verkehrt. Also ich werde das nochmal machen. Ich werde jetzt ja nochmal schnell alles durchmuten. Was ich zumindest finde. Dass wir dann auch wieder neue herstellen können. Nur es war gar nicht mal so schlecht. Also muss ich ja echt mal sagen. War gar nicht mal so schlecht, die Idee mit dem Haus. Nur das mit dem Rennen, ich habe zu wenig Ausdauer. Also ich merke es, also der Diegner hat zu wenig Ausdauer noch. Wird auf Dauer nicht funktionieren. Aber wir haben ja wenigstens schon eine Hälfte, die Hälfte haben wir glaube ich schon wegbekommen. Gut. Würde ich meinen zumindest. Also schon mal nicht schlecht. Okay, so. Gut, wir springen raus. Und waren da hinten, ne? Ja, da hinten waren wir. In diesem Unterschlupf. Problem, da sind hier die ganzen Zombies.
macht das uns gerade nicht einfacher. Versuchen wir mein Glück, dass wir hier durchkommen. So schnell wie möglich. So, gut. Perfekt. Okay, gut. Das lassen wir erstmal alles hier. Wir haben ja erstmal genug Zeugs. Schade, dass wir eben das nicht verschließen können oder irgendwie so. Okay, gut, jetzt haben wir die schon aufgelockt. So, ist aber egal. So, gut, wir haben uns. Oh, wir schießen einfach noch ein bisschen. Ah, warte mal, wir haben ja hier diese. Ah, wir haben auch Fallen. Ah, okay, ja, das ist natürlich praktisch. Aber ich wollte erstmal die Frustrator hier. So, jetzt könnte man auch eigentlich solch so eine Falle hier reinpacken. Ah, die bringt recht wenig, ne? Also. Weiß ich ja nicht, ob das das grüne Ei ist. Und das ist das andere. Mal den rein. Genau, okay. So, dann schießen wir mal ein bisschen. Mal gucken, versuchen, dass wir wenigstens von hier oben so etwa die Hälfte wegkriegen. Das wäre schon mal gar nicht cool. Okay, gut, die Bäume sind jetzt alle tot. Ein Viertel haben wir schon mal weg. Das war's. Ja. Komm, Frischfleisch. Komm schon, ihr Arschlöcher. Nein, nein, nein. Oh. Nachladen. Erzählen Sie mir was Neues. Zeit zu sterben. Dicken, renn, renn, renn! Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Digga, Mann, Alter, jetzt bin ich hier einfach runtergefallen, Digga, war ja asozial, Digga. Ach, das Problem ist, ich muss ja alles wieder von vorne machen. Boah, ey, Leute, es ist 23 Uhr, Digga. Kein Bock mehr, Alter. Muss ich die Scheiße ernsthaft jetzt machen, Digga, wirklich? Warum konnte ich einfach mit mich selber mich einfach nicht verpissen, Digga? Nee, jetzt muss ich so eine Kacke hier machen, Alter. Ey, zum Kotzen, wirklich, ey. Dreckigste Mission, die ich mir sicher vorstellen kann. Wie war nochmal Ihr Plan? Wie schon gesagt, ich muss sie irgendwie aufhalten. Die Viecher bleiben zusammen und klettern übereinander. Ich brauche eine Art Nadelöhr zwischen LKWs, Gebäuden oder so. Dann müssen sie sich da durchkämpfen. Und sobald ich dann einen Vorsprung habe... Dann jagen sie sie hoch. Ja, ganz genau. Das wiederholen wir dann ein paar Mal. Dann ist die Horde erledigt. Das ist Ihr Plan. Das ist mein Plan. Viel Glück sein, John. Glück hat nichts damit zu tun. Ich muss mal gucken, ob wir einen anderen. Ich bin da, falls Sie mich brauchen. Verstanden. Warum kann Tool jetzt nicht schon kommen, Alter? Warum bewirft er die eigentlich nicht mit den ganzen Granaten? Warum muss ich das eigentlich denn nicht machen? Ich verstehe das nicht. So. Nehmen wir mal alles mit hier. Und dann. Ich gucke mal nach. Nach einem anderen Platz. Vielleicht haben wir woanders bessere Chancen. So. Da
oben zum Beispiel wäre sehr, sehr praktisch. Aber naja, geht ja nicht. Aber Tankstellen, die explodieren doch. Explodieren die nicht? Keine Ahnung. Sonst kein Plan, wo ich sonst hin. Oder ich versuche erstmal hinten zur Markierung zu schleichen. Mal gucken. Vielleicht habe ich da mehr Glück bei der Markierung. Mal gucken. Wenn ich außen rum vielleicht gehe. Oder ich muss halt nur in den Umkreis sein, das kann natürlich auch sein. Schwierig, schwierig, schwierig. Wäre ganz nice, wenn ich irgendwo auf dem Dach könnte. Hier sind so eine schöne Gänge. Überall in diesen Teilen hier könnten wir schön bombardieren. So. Jetzt bin ich hier. Näher, viel näher. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich hinstellen soll. Heile dich, heile dich, heile dich! Gut, okay. Heile dich, Dicken. Wurfkanne. Zeit zu sterben! Renn. Digga, nicht mal ein Viertel habe ich geschafft, ne? Funktioniert super. Na, Panzer. Na los, brennen, ich seh sie von hier aus. Ja, auch noch verbraucht. Funktioniert super. Jo. Ja, Digga, wenn die Ausdauer verbraucht ist, Digga, wie soll ich denn mit so einer Horde, Alter? Digga, das ist uncool. Wie soll ich das machen, Alter? Hab noch mehr Mann. Immer wieder von hier oben, Alter. Was? Wie? Könnte nützlich sein. Hä? Wie? Was? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ich brauche erstmal eine Kippe, Alter. Kann ich ja. Ich sehe mich nur im Haus, also vom Haus arbeiten, bin ich ehrlich. Also wo ich eben war. War keine schlechte Idee, aber diese kann. Die müssen in die Mitte irgendwie. Wie war nochmal Ihr Plan? Wie schon gesagt, ich muss sie irgendwie aufhalten. Die Viecher bleiben zusammen und klettern übereinander. Ich brauche eine Art Nadelöhr zwischen LKWs, Gebäuden oder so. Dann müssen sie sich da durchkämpfen. Und sobald ich dann einen Vorsprung habe... Dann jagen sie sie hoch. Ja, ganz genau. Das wiederholen wir dann ein paar Mal. Und dann ist die Horde erledigt. Das ist Ihr Plan. Ja, ja, schön gut, wenn das mal so funktionieren würde. Viel Glück, St. John. Glück hat nichts damit zu tun. Alles klar. Digga, ich hab's doch gerade versucht. Ich bin da, falls Sie mich brauchen. Ah, die Ausdauer ist zu schnell weg. Ich weiß nicht. Verstanden. Das ist gut. Was sind diese Adrenalin Ausdauer Cocktails? Nütze ich die? Die benutzen dann, okay. Ist das hier Gesundheitscocktails? Brauchen wir Kraut. Medikit. Gut, die sind noch Ausdauercocktails, aber. Okay, wir machen das so. Ich werde das jetzt nochmal versuchen vom Haus. Wenigstens die Hälfte, dass die Hälfte weg ist. Wenigstens. Und dann mal weiterschauen. Wir haben Ausdauercocktails, dann versuchen wir es mit denen hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich das sonst machen soll. Weiß nicht, vielleicht fliegt er dann bei den Ausdauercocktails liegen. Kann sein. Ich weiß es nicht.
Weil in diesem Haus ist eben halt relativ viel Loot drin und das ist eben halt der Vorteil an der ganzen Sache. Sonst wird es kritisch. Sonst wird es echt kritisch. Das Gebäude hat nicht auch wieder voll selten mehr schön gemacht oder so. Aber nein, wir machen schon aus dem Video. So, sorry, ich muss erst mal kurz einen Schluck trinken. Naja, richtig ein Schwitzen, Alter. Wirklich uncool, Alter. Richtig uncool. Richtig uncool. Was ist das hier? Magnet. Ist auch noch so ein Riesenflammen, was auch immer. Aber ich muss mich halt wirklich hier oder da hinten da die ganze Zeit bewegen, da wo die Markierung ist. Schön ja alle da hinten, aber alles halt nicht so einfach, ne? Oder erst da hinten ihn reinschmeißen und dann hier vorrennen und dann hier rein. Aber ob ich das dann schaffe mit dem Ducken rechtzeitig, bezweifle ich. Also die chillen ja überall, ist das Problem. Die chillen überall hier. Nee, wir machen das ja lieber von innen. So. Gut. Barkade steht. Kacke finde ich, dass die Fenster ja zu barrikadiert sind, dass man ja nicht nur von der Innenseite arbeiten kann. Gut, so, wir locken die erstmal hier an. Oh, der Scheiße. So. Wir müssen erstmal kommen. Haben wir jetzt schon keine Mollys mehr. Und na, wir können noch welche herstellen, aber wir brauchen das Kerosin ja auch hierfür. Okay, gut, wir ballern erstmal drauf. Hier mit hinschmeißen.
kommen noch mal mehr hierher, das ist schon mal gut. Aber dann kann man das jetzt haben wir jetzt auch nicht mehr mit der Waffe. Wir haben nicht mal Triple 6, aber das ist auch schon mal super. Wir schmeißen mal hier hin. Hier noch alles rausholen können. Unten ist auch noch eine Munitionskiste gewesen, das weiß ich. Ich bin noch ein Stück von hier unten ausschießen. So. Eine Kanne mit. Mal nachladen. Komm schon, ihr Arschlöcher! So. Bitte, ha? Okay, das gefällt dir nicht, ha? Okay, aber so viel Schuss haben wir halt auch nicht, ne? Ja, komm schon, das war's! Ja! Wie fühlt sich das an, ne? Kommt frisch gleich! Ihr Arschlöcher! Du brauchst einen Schuss noch. Gefällt dir, ha? So, jetzt sind wir hergeschossen. Haben wir gar keine Munition mehr, war vielleicht nicht so sinnvoll. Okay, versuchen wir mal von oben weiter die Kante zu schmeißen. Mal gucken. Wie gefällt euch das? Und wenn das hier schießt, Mixer! Das ist klar! Wow! Ich seh hier! So sieht's aus! Gleich geht's weiter! Ich renne, das war nicht so gut. Ich schieße sie von hier aus! Ja, okay. Mach ich das hier. Zeit zu sterben! Weil wir müssen versuchen, mehr anzulösen. Also man hat hier aber meine Kieze hin. Ich hab keinen in der Hölle! Boah, ich renne ja schon wieder, Digga! So, gut. Wir werden mal welche herstellen, so weit wie wir können. Zwei. Wir werden ein paar Mollys herstellen. Einen zur Bohrbomben werden wir noch herstellen. Splittergranaten. Eine Bohrbombe. St. John, Sie haben die Hälfte von Ihnen erwischt. Ja. Weiter so. Ich bin dran. Okay.
Problem ist, wir haben aber keine Muni mehr, ne? Das Problem. Hochgranaten. Ach, ja. So. Feuer frei! Wieso, jetzt haben wir gar nicht mehr, außer ein Molly haben wir noch. So, jetzt haben wir gar nicht mehr. Die Munition? Gar nicht mehr. Aber wir haben schon mal, weit über die Hälfte haben wir schon mal runterbekommen. Aber finden wir jetzt hier drin gut, dann ist vorbei. Dann wird es ganz ekelhaft für uns. Und keine Munition mehr. Scheiße, Alter, was mache ich denn jetzt? Nicht. Gar nichts. Scheiße. Also hier haben wir... Okay, doch, wir könnten noch ein Molly herstellen. Wir können hier uns und hier wird uns Kerosin. Was ist das hier? Aber wir haben noch Fallen. Wir haben noch Fallen. Okay, alles getan, Mann. Dann holen wir nochmal. Dann gucken wir mal, ob man das Feuer noch weiter arbeiten kann. Bringt relativ wenig, wenig halt, ne? Stein. Aufbomben. Lendkammer. Auf dem Raum wohl Munition. Müssen versuchen, da reinzukommen, oder so, noch versuchen. Also, ich habe jetzt die Blendgranaten erstmal ausgewählt. Vielleicht bringen die uns gut. Versuche erstmal noch Verbände herzustellen. Wir müssen versuchen, das zu schaffen. Okay. Aber gerade durch die anderen sind alle da hinten. Okay, dann schaffen wir. Zu nutzen. Ah. Okay, ist aktiv. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist aktiv. Sie folgen Ihnen. Ja, ja. Ja, das ist auch der Plan. Okay.
bleiben! Komm schon, jetzt! Ah! Okay. So, komm. Außerkraftteil nehmen wir wieder. Die sind gut. Hoch, hoch, hoch! Komm schon, ihr verdammt! Okay, viele sind sicher. Aber wir haben nicht mehr viel Schuss. Schaffen das. Wir schaffen das jetzt auch. Irgendwie. Ah, weiter, 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 weiter. Ein Schwarm! Ja, hab ich mitbekommen! So, benutzen, Ausdauer. Glory, wie schlage ich mich? Ja. Fast geschafft, Corporal. Drei Viertel hart. Okay. Viele sind nicht mehr. Versuchen wir wieder zurückzugehen. Zur Markierung. Dann hoffen wir, da ist was. Wir brauchen Munition. Kommt schon, ihr Schweinehunde! Das war's! Ja! Yeah. Kommt schon, ihr Arschlöcher! Okay, so. Letzten Ausdauercocktail, wenn man benutzen. Hallo. So, benutzen. Wir brauchen nur noch Munition und dann schaffen wir das auch. Wir brauchen nur noch Munition. Sein Job, die Horde läuft los. Ah ja. Ja, das ist der Plan. Es wird ganz ekelhaft. Wir brauchen Munition. Komm, kicken. Munition. Irgendwo muss Munition sein. Hier drüben!
Komm, irgendwo muss noch Munition sein, ja. Hier ist noch Kerosin. Irgendwo Munition. Bitte. Das sind nicht mehr viele. Munition. Ja, Munition. Wie fühlt sich das an, ha? Okay, ich muss ja Munition. Perfekt. Ach ja, ja, perfekt. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Komm, ist nicht mehr viel. Die paar noch, komm. Erzählt mir was Neues! Ah, nein, nein! Ficken. Komm, leben, 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 richtig. Okay, komm, andere Waffe. Nachladen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich glaube, erledigt. Sie haben eine Horde erledigt. Ich kann nicht mehr. Kein Problem. Kein Problem. Ich kann nicht mehr. Alter Falter. Wie? Sarah, hörst du mich? Lieutenant Whittaker. Hier spricht Corporal St. John. Hören Sie mich? Kommen. Ach, wo zum Teufel bist du? Captain, ich wollte Meldung machen bei Lieutenant Whittaker. Sie antwortet nicht. Die wollten es ihr selbst sagen, was? Ja, sie wird sich mächtig freuen. Bestimmt. Sie sehen sie sicher bald. Nicht Lieutenant Weaver anfunken. Ich möchte es ihm persönlich sagen. Alter Falter. Geschafft. Sie haben es geschafft. Ah, Weaver hat es geschafft. Ah. Was habe ich noch nie gesehen. Wie sie immer einen Schritt voraus waren. Hatten Sie schon mal eine Horde im Nacken? Das gibt einem einen echten Adrenalinschub. Der Colonel hat recht. Vielleicht gewinnen wir den Krieg. Wenn die wüssten, ey, meine Fresse, Alter, Alter, ich kann nicht mehr, Digga, ich kann nicht mehr, ich bin durch, ich bin fertig, Alter, Alter, ey, fast eine Stunde aufgenommen, nee, Alter, wirklich, Junge, das war ein Kampf, Digga. Hey, wie lief's? Tut mir leid, Lieutenant. Oh, nicht geklappt? Tut mir leid, Lieutenant. Ihr Job ist gestrichen. Verdammt, es hat geklappt. Ja. Hätten Sie sehen sollen, die haben gebrannt wie Zunder. Oh, Mann! Und danach wird gefeiert, in der Offiziersmesse. Okay, das sieht schwer nach einer Beförderung aus. Hey, Mann, kommst du? Wissen Sie was, ich werde später nachkommen. Ich muss noch was erledigen. Okay, dann mach das. Das war der Rest. Seien Sie vorsichtig damit. Manche dieser Sachen sind unersetzlich. Was ist hier los? Wo ist denn der Lieutenant? Corporal St. John. Tut mir leid, Sir. Schon gut so. Alle wichtigen Forschungsmitarbeiter wurden verlegt. Verlegt? Wohin? Ich muss noch diese Sachen ausliefern, die Sie bestellt haben. Ich verstehe. Es gab ein... Kommen Sie, Sohn. Bitte. Wo ist jetzt Sarah? Befehl vom Colonel. Matt, das können Sie nicht tun. Sie können mich nicht einsperren. Rühren, Captain. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Matt, wovon reden Sie da? Es tut mir leid, Lieutenant. Sie können... Colonel, halt! Hey. Schon gut. Schon gut. Ma'am, ich hab hier die
Die bestellten Sachen. Komm nur rein, mir nach. Ich arbeite an einer neuen Aufgabe. Diesmal ist es Gift. Hör zu. Wenn du das pflückst, musst du wirklich vorsichtig sein. Wenn nicht, könntest du sterben. Verstanden. Ich werde dich hier rausholen. Danke. Ja, Ma'am. St. John, hier spricht Captain. Ich hab nur dich gesehen. 100% abgeschlossen. Du seid ein 700 Vertrauenspunkte. Ein guter Soldat. 83%. Corey, komm. Was gibt's, Captain? Der Colonel will sie sehen. Er ist in seinen Gemächern in der Arche. Seine Gemächer? Wenn sie vom Hauptcamp aus reingehen, müssen sie hinter dem ersten Lagerbereich nach links. Okay, wissen Sie, was er will? Irgendwas mit deinem Dienstplan. Lassen Sie ihn nicht warten, Corporal. Nein, Sir. Ihr Name fiel bei einem wichtigen Projekt. Bleiben Sie sauber, dann werden Sie demnächst vielleicht befördert. Ja, Sir. Curiende. Ein wichtiges Projekt? Was für ein Projekt? Okay. Sarah, hörst du mich? Kommen. Der tiefe Fall. Corporal St. John, ich werde kein Ungehorsam dulden. Soldat, ich arbeite gerade raus. Sorry, Ma'am. Befehl vom Colonel. Ich soll sie ständig im Auge behalten. Lieutenant, sorry, ich wollte mich melden. Ich habe eine Frage zu dem Anforderungsschein. Ja, Corporal. Da steht, ich soll Wasserschierling besorgen. Ja, der wächst am Rand von Feuchtgebieten. Suche im Norden von Klamath Marsh, da findest du was. Klamath Marsh, hab's verstanden. Aber denk dran, das Zeug ist hochgiftig. Das ist die giftigste Pflanze Nordamerikas. Okay, ich werde aufpassen. Und im letzten Bericht stand auch irgendetwas über infizierte Krähen. Du brauchst etwas, um die Nester zu verbrennen. Nester verbrennen. Verstanden. Noch was anderes. Das Projekt, an dem ich arbeite, ich werde bald mehr Infos dazu haben. Danke, Corporal. Lieutenant Whittaker, Ende. Okay, so, wir haben noch mal einen Vertrauenspunkt bekommen. Wir werden jetzt bei Nahkampfwaffen weitermachen. Und zwar erhöhe die Chance auf kritische Treffer und Eliminierung auf 25%. Schleifenmesser, Kombis, richtig doppelten Schaden an, ne? Auch gut. Die Fähigkeit, einen Tarnangriff auf schwere Freaker auszuüben, fügen ist außerdem die Fähigkeit hinzu, beim Befreien aus einem Kampf schwere Freaker zu und große Tiere zu töten. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir erhöhen erstmal die Chance auf kritische Treffer. Achso, ist gesperrt. Warum ist das gesperrt? Okay, gut. Oder die Fähigkeit eben halt aus Tarnangriffen auf schwere Freaker auszuführen. Und wenn wir das machen. So. Henken, drücke den Tarnmodus oder drücke R, um einen Tarnangriff auf Brecher oder Sprinter auszuführen. Du kannst auch Brecher oder Sprinter erledigen, während du dich aus dem Kampf befreist. Das ist natürlich dann ist ja sehr schön. So, und damit würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Ich muss Gewehrmunition finden. Für die Nester brauche ich Molotovs. So, genau. Damit würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Euer Schulz von den Jankos. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Nein, ich fasse. Kann nicht mal mehr reden. Ja, mal wieder so einen richtig schönen 1-Stunden-Folge. Alter, ey, das war wirklich ein krasser Kampf, ne? Also der war hart. Der war richtig hart. Gut, Freunde, alles klar. Dann würde ich sagen, ich bin raus, euer Schulz. Und denkt was, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.